Hallo und willkommen zurück. Diesmal bin ich rechtzeitig rübergesprungen und ja, rechtzeitig halt. Und dann bin ich hier rübergesprungen. Ich hätte ihn auch in Ruhe lassen können, denn überlebt er das oder so nicht. Ramona schreibt, ich lebe noch, aber das Baby ist weg. Nach dem Wochenende arbeite ich wieder. Meine Patienten warten auf mich und ich muss noch ein paar dieser Verbrecher töten. Schön umgucken. Viele gegnerische Soldaten sind tot. Oh, Sterblichkeit in Afrika seit dem Krieg um 100% gesunken. Casablanca, 13. November 1960. Laut einer neuen Studie eines von unseren geliebten Staatsoberhaupt eingesetzten Komitees ist die Sterblichkeit in Nordafrika seit dem Kriegsende um 100% gesunken. Nicht gestiegen, gesunken. In der Studie wird angemerkt, dass der Regierungswechsel in der Region und die Einführung anständiger Werte stark zu diesem phänomenalen Wandel beigetragen haben. Südafrika hingegen bleibt auch weiterhin eine Bruchstätte für Terroristen und Anarchisten. 100%. Zwei Granaten gesammelt. Ach, da drüben habe ich Munition vergessen, aber... Wow! Das Sturmgewehr wurde mit einem Raketenwerferaufsatz verbessert. Nützlich im Kampf gegen Gruppen von Gegnern oder schwer gepanzerten Einheiten. Drücke Richtungstaste, um zwischen Raketenwerfer und vollautomatischem Schießen zu wechseln. Das ist erstmal so. Schwer gepanzerte Elite, ausgerüstet mit Sturmgewehren, mit Raketen. Ist einer drin oder was jetzt? Ich hatte auch Raketenwerfer. Aber krass, wie ich da weggeflogen bin, ohne zu sterben. Das finde ich schon krass, weißt du, krass. Ach, bin ich wieder hier. Siehst du? Stirbt so oder so. Egal, wir müssen hier rein. Nicht. Aber doch hier. Aber dementsprechend liegen hier. Muss ich alles wieder einsammeln.
Hier oben war ich nicht. Warum, das weiß ich nicht. Gestellt. Ich jetzt will ich einfach mal gucken, was da steht. Interessiert mich. Ach nee, hier, selten. Schalte Zerstörungsvorteil 8 frei. Verdampfen. Granatentasche. Zurückwerfen. Akimbo-Profi. Schalte Angriffsvorteil 8 frei. Ah. Okay. Ich dachte, da steht irgendein interessanter Text. Aber scheinbar ja doch nicht. Uiuiui. Der Raketenwerfer ist schon ganz toll. Erstmal gehe ich oben gucken, ob wir da was Interessantes haben, und dann klettere ich die Züge hinauf. Haben wir hier... Ne, hier haben wir nichts. Medipack. Oh, da brauche ich... Da brauche ich Leben. Ich habe ja gerade mal 80. Fertig. Gut. Die Sahara wird zu einem grünen Paradies. Casablanca. 13. November 1960. Sie haben die glänzenden Monolithen bei ihrem Überflug vielleicht schon gesehen, doch nur wenige wissen, um was es sich dabei gehandelt hat. Wir testen eine Technologie, mit der es möglich sein wird, aus anderen Planeten Orte zu machen, an denen wir leben können. Teilte und Raumfahrtingenieur Faust in einem Gespräch mit. Der seit einem halben Jahr in der Wüste Forschungsprojekt als Impulsgeber für die Zukunft unseres Volkes. Wenn die Sahara in einen üppigen Garten Eden verwandelt werden kann, warum denn nicht auch der Mars oder die Venus? Es bieten sich unzählige Möglichkeiten, merkte der Raumfahrtingenieur an. Nein, so weit darf es überhaupt nicht kommen. Wie kommt der nicht dran? Normal würde ich ja runterrutschen durch die... Die Soldaten des Regimes haben schlechteres Gewissen. Ich habe einen von ihnen an einer Ampel überfahren. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es war am helllichten Tag und es gab Zeugen. Ich fuhr davon, so schnell ich konnte. Ich darf nicht mehr so oft zuschlagen, sonst erwischen sie mich. Und wo komme ich denn? Da und da, ne? Ja. Das...
Also andererseits hätte ich jetzt eher gedacht, dass die in Flammen aufgehen. Nicht, dass nicht gut. Nicht, dass ich das wollte. Aber ich hätte echt erwartet, dass die jetzt brennend runterfallen. Andererseits hätte ich auch rübergehen können und dann mit dem Messer die Kehle aufschlitzen hätte können und dann wären die auch runtergefallen. Aber so. Naja, lang lebe der Tod, denn der Tod überlebt alle. Okay, Mal sieht schon scheiße aus. Gehen wir hier rein. Überall fliegt Fleisch rum hier. So, nehmen wir einfach mal Medipack. Na, mein Bruder, wie geht's? Lebst auch nicht mehr. Ich auch nicht. Ich bin nur eine geistliche Verwirrtheit eures Lebens. Alles im bekloppt tot. Da mein Koffer liegt hier. Aber da wundert es mich, dass einige noch leben. Nee, es wundert mich wirklich. So ein Unfall hier. Und dann überleben nur noch doch noch welche. Da, Enigma Codes 68. Immer gucken. Oh je. Wo ist man jetzt? In welchem? Zügsche. Was das hier für ein Zugkampf ist? Oh, ich hör mir erstmal den Dingens an. Die Soldaten des Regimes sind scheinbar aus Speck. 9 von ihnen verbrannten bei lebendigem Leib in einem Abendlokal. Mit Vorhängeschlössern und Benzin lässt sich eine Menge erreichen. Vater konnte das Benzin in meinem Mantel riechen. Ich habe ihn angelogen. Er darf auf keinen Fall etwas erfahren. Er ist zu sensibel. Aha. Naja, geht mir nicht auf den Sack.
Ach, Mann. Echt, ey. Himmel. Geh zu. Ach, da habe ich mir jetzt gelesen. Chaos überall. Verbogenes Metall, verdrehte Körper, kann kaum was sehen. Mensch. Ich sollte mich in Richtung Torsionsbombe bewegen. Also hat jedenfalls Fergus gesagt. Ach nee, das hat jedenfalls Fergus gesagt. Alles. Krass, wie der Helm weggeflogen ist. Guck an, hier haben wir Leben, aber den einen lasse ich hier, auch wenn wir nicht zurückkehren können und... Oh. Säcke da unten gehen wir richtig ordentlich auf das Senkel. Richtig ordentlich auf den Sack. Ich... So, ich sage nur schon mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.